So, nachdem wir nun mit Mal, Minus, Plus und durch umgehen können, brauchen wir noch den Umgang mit Potenzen. Potenzen sind eigentlich nur eine abkürzende Schreibweise für eine Multiplikation. Das heißt, a mal a mal a ist a hoch 3, denn das kommt 3 mal vor, das a. Allgemein kann man sagen, a mal a mal a, wenn das ein paar Mal vorkommt, das sind n Faktoren, dann hat man hier a hoch n da stehen. Also man spricht a hoch n. Damit einfache Beispiele. 10 hoch 3 ist gleich 10 mal 10 mal 10 und ist damit 1000. A plus b hoch 3 ist a plus b mal a plus b mal a plus b. Und das ist a hoch 3 plus 3 a Quadrat b plus drei a b Quadrat plus b hoch 3. Also hier auch aufpassen, nicht einfach die hoch 3 da dran schreiben, gern gemachter Fehler. Dann minus 1 zum Quadrat ist minus 1 mal minus 1. Zwei negative Zahlen multipliziert sind wieder positiv, also haben wir es hier mit einer 1 zu tun. Immer wenn man eine geradzahlige Potenz an einer negativen Zahl hat, wird sie positiv. Das heißt, minus 1 hoch 10 ist auch 1 und minus 1 hoch 7 ist ungerade, ist also minus 1. Potenzen gehen grundsätzlich vor mal, auch wenn es nichts anderes ist als eine Multiplikation. Denn 5 mal 7 zum Quadrat ist 5 mal 7 mal 7, also 5 mal 49. Und nicht 5 mal 7, 35 zum Quadrat, das ist weiß Gott nicht dasselbe. Ich denke, das sieht man hier sehr gut. Dann muss man natürlich, wenn man hier aufpasst, kurz nochmal das Bild herholen. 5 mal 7 zum Quadrat ist a mal b hoch n auch nicht das gleiche wie a mal b in Klammern hoch n. Sie sehen hier das einmal ausgeschrieben. Das ist a mal b hoch n, a mal und dann kommt b mal b mal b n mal. Und hier haben wir a hoch n, das heißt a mal b hoch n, das heißt wir haben a mal b mal a mal b mal a mal b mal a mal b. Also nichts anderes als a hoch n mal b hoch n, wenn wir das ein bisschen mit Hilfe des Kommutativgesetzes umsortieren. Damit kann man jetzt natürlich auch noch ein paar andere Sachen festlegen. Und zwar ist a hoch n mal a hoch m letztendlich a mal a mal a n mal. Das sind n Stück. Mal a mal a mal a mal und so weiter. Damit haben hier haben wir m von. Insgesamt haben wir dann natürlich m plus m Stück, also ist das a hoch n plus m. Genauso kann man das hier auch zeigen. A hoch n hoch m ist a hoch n mal a hoch n mal a hoch n mal und so weiter. Also ist das a hoch n mal m mal dieses ganze Zeug. Also ganz schön oft. Wenn wir a mal b hoch n haben, das ist hier die Regel, die haben wir auch schon, die können wir hier nochmal zuschreiben. Das ist a hoch n mal b hoch n. Analog dazu, da a durch b nichts anderes ist als a mal 1 durch b können wir auch hier schreiben. Das ist a hoch n durch b hoch n. Also bei multiplikativen Verknüpfungen können wir die Potenz jeweils an die einzelnen Faktoren schreiben. Bei additiven Verknüpfungen geht dieses überhaupt nicht. Bitte daran denken, die Potenz steht für eine Multiplikation und die Multiplikation geht vor. Nur deshalb darf man das an dieser Stelle hier. Definiert wird noch a hoch minus n, und zwar als 1 durch a hoch n. Das ist eine sehr sinnvolle Definition,
weil man so auch solche Rechnungen sinnvoll durchführen kann, denn a hoch n mal a hoch m ist in dem Sinne dann a hoch n minus m und kommt eine negative Zahl heraus. Es ist so, als würde man beim Kürzen unten im Nenner was übrig halten haben. 3, a hoch 3 durch a hoch 5 ist nämlich a mal a mal a durch a mal a mal a mal a mal a. Und jetzt können wir immer parallel, da wir eine multiplikative Verknüpfung haben, kürzen. Das heißt, wir haben hier 1 durch a Quadrat. Und das ist per Definition a hoch minus 2. Und wenn wir 3 minus 5 rechnen, kommt auch minus 2 herauf. Also diese Definitionen, die hängen hier sehr stark zusammen. Aufpassen muss man noch mit a hoch 0, das ist per Definition 1. Alles hoch 0 ist 1. Und dann ist auch das hier wieder sauber definiert, wenn wir nämlich hier a hoch 3 durch a hoch 3 haben. Dann haben wir nämlich hier 3 minus 3 ist 0 und a hoch 3 durch a hoch 3 ist beim Kürzen 1, sonst funktioniert das nicht. Also diese beiden Definitionen sind sinnvollerweise auf dieses hier abgestimmt. Es haben noch ein paar andere Gründe, weshalb das so ist. Es widerspricht an vielen Stellen nicht. Also es ist sehr sinnvoll, das so zu lassen. Für Sie dann hier noch zwei Testaufgaben zum Rechnen. Bitte schreiben Sie das Ganze so einfach wie möglich.